Danke, dass Sie den weiten Weg heraufgekommen sind. Wie geht's Ihnen denn? Ja, vor lauter Schmerzen kann ich mich bald überhaupt nicht mehr reden. Ich brauche neue Medikamente, stärkere. Ich fürchte, dass das nicht sehr viel bringt. Aber ich schaue es mir an. Ja. Kommen Sie ins Wohnzimmer. So. So ein blödes Gestell. Soll ich aufstehen? Wozu haben wir denn das elendigliche Plastikzeug einbauen lassen? Ganz entspannen. Nein, jetzt tut es ja nur mehr weh als vorher. Wie Sie kennen, haben Sie wieder geschuftet wie ein Pferd, statt sich zu schonen. Oh, ich muss ja. Wer mögt die Kur? Schleppt die Milchkannen. Vom Futtern aus müssten gar nichts reden. Wir sind ja nur zu zweit herum. Ja, das geht besser. Das tut nicht so weh. Ein künstliches Hüftgelenk ist und bleibt der Fremdkörper. Es kann sein, dass sich bei der Prothese was gelockert hat. Vielleicht ist es auch eine bakterielle Infektion. Sie sollten so schnell wie möglich nach Hall. Wir müssen ein Röntgen machen. Nein, da gehen wir hin. Der Ludwig sagt, die sind schuld an allem, weil sie bei der Operation was verpfuscht haben. Else, es ist doch nicht die Operation. Ihr Körper ist doch kein Auto, wo man einfach ein neues Teil einsetzt und die Maschine läuft wieder. Es kommt öfter vor, dass man ein Gelenk nachoperieren muss. Ich gehe nicht mehr nach Hall. Kämpfen wir Spritzen, damit die Schmerzen nachlassen. Und dann hoffen wir auf ein Wunder. Franzi! Wie schaut's aus? Kann ich die gleich mitnehmen? Nein, weil ich muss noch auf den Geldtransport von der Postsparkasse warten. Und was ist mit meinem Essen? Du, die Renten von den Bauern, die sind im Moment wichtiger wie deine Schnitzel und Pankratz. Oder willst du, dass es einen Aufstand gibt? Und was machst du, wenn ich einen Aufstand mache? Geh. Das ist doch wurscht. Hä? Mit dir werde ich alleweil noch fertig. Wie meinst? Geh halt ins Gasthaus. Oder zum Thomas. Vielleicht hat die Sabina was für mich. Hier, geh mal. Na, hier. Grandscherben. Ah, da sind sie ja. Gott, Frau Böchner. Gott. Spät, aber doch. Grüß Gott. Macht nix. Ich habe eh noch was zum Tun gehabt. So. Da sind die Papiere, bitte. Jawohl. So, schauen wir mal. So. Jawohl, stimmt. Wenn Sie bitte den Empfang bestätigen würden. Mach ich. So, einen schönen Feierabend dann, gell? Ihnen auch, Frau Franzi.
Bitte schauen. Wo ist der Schlüssel? Tut da was weh? Hilfe! Ist das der Schlüssel? Nichts für ungut. Das hat keinen Sinn. Halt aus, Franzi. Ich bin gleich zurück. Also ich will mich nicht einmischen, aber das Nudelwasser ist zu wenig gesalzen. Okay, das Wasser ist doch nicht für die Nudeln, das ist für die Minestrone. Aber ja, so, da wird noch ein Suppenwürfel rein. Ein Suppenwürfel? Nein. Das gibt's einer Franzi nicht. Ich habe ja auch nicht gewusst, dass wir die Ehre haben, heute mit dir zu essen. Aber du könntest vielleicht schon den Tisch decken. Ich? Wieso denn nicht? Was denn für Teller? Was? Wohl ein Suppenteller? Pankrat, Thomas, schnell, die Franzi. Was ist mit der Franzi? Sie ist... Red schon. Oh Gott. Was ist passiert? Sie ist überfallen worden. Was? Ja, ist hier was passiert? Wer hat das getan? Ich weiß nicht. Ich bin da nicht hineingekommen. In die Post. Komm, Thomas, geh mal. Benachrichtigen Sie bitte die Polizei. Heilige Maria, Mutter Gottes. Das darf doch alles nicht wahr sein. Jetzt dreht euch doch mal rüstlich dagegen! Herrschaftszeiten, ja gibt's denn das ab? Ihr werdet doch...
doch noch eine Tür aufbringen! Franzi! Da können wir vielleicht nur noch losmachen, da! Ja, natürlich. Aufpass doch! Bist du verletzt? Losmachen soll's mich! Dieser Lump, so ein Verbrecher! Stellt euch vor, das ganze Geld ist weg! Wenn ich den erwisch, eine alte, wehrlose Frau so zu behandeln. Die alte, die nimmst du sofort zurück, gell? Tut dir was weh? Geht schon. Er war ja recht vorsichtig. Ihr habt ja immer gesagt, du sollst die Post lassen. Hast du zu Hause genug zu tun? Da kommt keiner dich ausrauben. Halt! Keiner rührt was an. Spurensicherung wäre gleich da. Da sieht man, was man an der Polizei hat, wenn eine Postlerin des Lebens nicht mehr sicher ist. Während der schon dann Feierabend macht. Ja, weil das ist halt einmal so der Brauch bei den Räubern, dass sie erst kommen, wenn die Polizei weg ist. Aber das kriegen wir schon. Jetzt sagen wir mal, Franzi, wie ist das Ganze zugegangen? Ja, mein Hör auf mit der Wichtigtuerei! Du siehst doch, wie fertig die Franzi mit ihren Nerven ist. Mann! Ich werde dir morgen eine Vertretung besorgen. Ja, freilich, so weit kommt es noch. Ja, aber ich muss doch ein Protokoll aufnehmen. Gar nichts nimm's auf. Ich werde dafür sorgen, dass morgen eine Sonderkommission aus Innsbruck kommt. Ich habe einen hervorragenden Draht zum Staatsanwalt. Der Gauner soll keine ruhige Minute mehr haben. Ja, meinst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Franzi, komm, ich bring dich heim. Und Dankeschön, Herr Pfarrer, gell? Sie waren mein Retter in der Not. Ja, ist schon recht, Franzi. Nicht bloß wüsste, wer das gewesen ist. Das wirst bald erfahren, Franzi. Ja, Herr Pfarrer, haben Sie vielleicht irgendjemand gesehen? Da war so dunkel gestaltet. Haben Sie einen bestimmten Verdacht? Hm? Nicht? Naja, wenn Ihnen noch was einfällt, dann sagen Sie mir's bitte. Grüß dich, Hilfe. Grüß dich, Hilfe. Lang warst du weg, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber geh. Okay. Du weißt ja, wie weit der Weg da rauf ist, gell? Ich bin ja schon so lange nicht mehr gegangen. Ja, ja. Wirst du schon wieder gehen? Den Sommer nicht, aber den nächsten. Hilf Gott, das weiß. Ja, ja. Das wird er schon. Ai. War der Doktor da? Ja. Er hat gemeint, ich soll da so schnell wie möglich in die Klinik. Ja, selber nicht mehr, was ich tun soll. Der Doktor hat völlig recht. Du gehst in der Klinik. Ja, du warst immer dagegen. Gegen Hall. Ja, ich weiß nämlich was Besseres. Das da, das ist der beste Spezialist in ganz Europa, in der Schweiz.
Und zu dem werden wir fahren, wir zwei. In die Schweiz? In die Schweiz, schau her. Der hat dort nämlich eine Privatklinik und der operiert nur Sportler und Filmschauspieler. Wenn es einen gibt, der helfen kann, dann nur der. Was mache ich denn dort ohne die? Ich gehe da mit. Aufpassen, dass dir recht gut geht. Wirst schon sehen. Die behandeln die dort wie eine Prinzessin. Was du redst. Was soll denn das alles sein? Wir werden schon einen Weg finden. Bis jetzt hat es kaum gereicht zum Leben. Für so einen Luxus haben wir überhaupt kein Geld. Geh, geh. Du, das ist ja kein Luxus, nennt's. Schau, Frau. Wir wollen da, dass du wieder gesund wirst. Wenn sich schon einmal ein schwarzes Schaf nach Sonnenstein verirrt, dann ist es wenigstens der zuvorkommendste Posträuber in der Tiroler Kriminalgeschichte. Tra-la-la-la. Grüß dich, Ludwig. Ja, hat der Glück. Heute ist nichts los. Ja, das trifft sich ja gut. Servus. Servus. Ja! Grüß Gott! Bleiben's doch da! Kommen's herein, schnell! Ich weiß ja nicht. Wie schauen Sie aus? Oje! Oje! Was habe ich denn? Da fragen Sie überhaupt noch. Na, ist die Sprechstundenhilfe nicht da? Ich bin doch die Vertretung von der Traudl. Bist du die Traudl? Ja, setzen Sie ihn da fühlen Sie sich wohl. Ich kenne mich doch aus, ich habe lebenslange Erfahrung. Ich sehe es doch an Ihren Lippen. Die sind ja vollkommen trocken. Ha? Ja, das Rezept können Sie dann gleich bei mir abholen. Ich bin da. Ja, keine Ursache. Gute Besserung. Du warst doch noch nicht da heute? Ich war in der Apotheke. In der Apotheke? Das hat so lange gedauert. Grüß Gott, Herr Doktor, das ist ein Verrückter! Ich bin nicht verrückt! Nein, ich bin verrückt! Herr Doktor, der Patient hat eine trockene Schleimhautentzündung im Respirationstraktus. Dann hat er Geschwüre im Magen- und Darmbereich. Und meine Indikation, Herr Doktor... Herr Konrad, wollen Sie nicht endlich mit Ihrem... Meine Diagnose lautet... Raus! Raus? Das haut man davon, wenn man Menschen helfen will! Das vergiss ich Ihnen nie, Herr Doktor. Ich will meinen Hut. Abmarsch, Herr Konrad, den schicke ich Ihnen wieder vor. Ich verstehe was von Medizin. Ja, geht schnell. Entschuldigen Sie diesen unmöglichen Auftritt. Dieser narrische Der. Ja, Sie kennen ihn doch. Ja, ja. Aber sagen Sie, haben Sie mit Ihrer Frau über die Operation schon geredet? Herr Doktor, schauen Sie. Vielleicht könnten Sie mal mit der Klinik einen Termin ausmachen. Ja, bitte schön. Nehmen Sie den Platz. Bitte. Das ist ja eine Klinik in der Schweiz. Da zahlt Ihnen die Krankenkasse keinen Groschen. Ich weiß. Aber es ist ja für die Else. Aber das kostet einen Haufen Geld. Und wundervoll bringen können die Ärzte dort auch nicht. Das lass uns nicht meine Sorge sein. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Lassen Sie die Untersuchungen in Hall machen. Ja, dann läuft das wenigstens über die Versicherung. Die Operation können Sie dann immer noch in der Schweiz machen lassen. Ich rufe gleich mal an, ob ein Bett frei ist. Wenn Sie meinen? Ist Ihnen nicht gut? Ja, doch.
Hallo? Herr Pfarrer, ich bitte um Vergebung meiner Sünden. Nein, nein, das wird so tragisch nicht sein. Bei einem gottesfürchtigen Mann wie dir. Nein. Herr Pfarrer, Sie sind doch gebunden an das Beichtgeheimnis. Freilich. Was hast du denn angestellt? Hast du recht geflucht? Nein, das nicht. Oder hast du am Freitag Fleisch gegessen? Es ist was Gröberes, was meine Seele belastet. Ein Raub. Ein Raub? Ja, um Himmels Willen, wer zwingt dich denn zu so einer Tat? Na ja, die Not, Herr Pfarrer. Schauen Sie, ich bin doch immer ein rechtschaffener Mensch gewesen, nicht? Ich habe mein Lebtag lang habe ich hart gearbeitet für einen Hungerlohn und ich war immer zufrieden. Aber der Herrgott hat es anscheinend nicht besonders gut gemeint mit mir, mit der Ilse. Du musst Vertrauen haben, Ludwig. Ja. Schau, wir haben alle unser Bündel zu tragen. Ja, das mag schon sein. Aber arm, krank und unglücklich, das ist ein bisschen zu viel für zwei. Ich schaffe die Arbeit nicht mehr allein, Herr Pfarrer. Und wenn die Else mir nicht mithilft, dann muss ich den Hof aufgeben. Und wenn sie mitarbeitet, dann wird sie krank. Das ist einfach kein Teufelskreis. Schauen Sie, Herr Pfarrer, ich weiß eine Klinik in der Schweiz. Sie ist zwar sauteuer, aber sie ist doch meine einzige Hoffnung. Ne? Ich will mich doch nicht bereichern, ich bin doch kein Verbrecher. Und alles, was ich mag, auf der ganzen Welt, ist meine Else. Servus, Pankratz. Grüß dich, Pfarrer. Ich wollte der Franzi meine Aufwartung machen. Wie geht's ihr denn? Gut, sehr gut. Wenn ich den Rücken kehr, pfitscht's mir aus dem Haus, das Luder. Sie ist halt ein pflichtbewusster Mensch. Alles hat seine Grenzen. Mit ihrem Leichtsinn fordert sie das Unglück heraus. Ich glaube nicht, dass sie noch etwas zu befürchten hat. Dein Wort in Gottes Ohr. Was weiß man schon, was im Kopf von so einem Menschen vorgeht? Auch ein Sünder ist nur ein Mensch. Oft sind es sogar die, die der Hilfe am meisten bedürfen. Vielleicht hat er Probleme, Schulden. Ist selbst ein Verzweifelter, dessen Hilferufe ungehört verhallen. Mir kommen gleich die Tränen. Ja, dann grüß mir die Franzi. Pfarrer. Wollen wir nicht ein bisschen miteinander reden? Worüber denn? Was man halt so redet. Du siehst ja ganz mitgenommen aus. Man kann ich verstehen. Du warst der Erste, der die Franzi gefunden hat. Ja. Pfarrer, ich habe das Gefühl, du weißt was. Setzen wir uns her, habe ich gesagt. Na, sag was. Ein Pfarrer weiß so manches von den Nöten seiner Schäflein, was nicht für die Allgemeinheit bestimmt ist. Auch nicht für die Polizei. Du deckst einen Räuber. Pankratz, er war bei mir zur Beichte. Wer? Das Beichtgeheimnis ist ein unverletzliches Gut der Kirche. So. Aber dass der Verbrecher frei herumläuft und wehrlose Frauen überfällt, das bereitet dir kein Problem. Wer garantiert dir, dass er morgen nicht wieder jemand überfällt? Willst du die Verantwortung dafür übernehmen? Willst du leben mit der Schuld? Ja, der Dr. Renner, der kann uns da gut weiterhelfen. Ja, ja.
Glaube ja. Jetzt ganz langsam, gell? Ganz vorsichtig. Mama, hab keine Angst. Richtig. Warte. So, jetzt musst du mir helfen. So. Ja, danke schön. Ah! Oh Gott, Harald. Also, gehen Sie hinten rein? Ja, gibt's was. Da halt es. Ich halt schon. Grüß dich. Ich darf viel mit hineingehen. Das geht leider nicht, Ludwig. Ihre Frau kommt gleich zur Blutuntersuchung und zum Röntgen. Aber die Else braucht mich doch. Mach dir keine Sorgen, Ludwig. Gehen Sie halb Stunde spazieren. Ich fahre Sie dann heim. Geh mal. Morgen wissen wir bestimmt schon wer. So geht das nicht weiter, Franzi. Wie meinst du das? Die Arbeit wächst über den Kopf. Die Pau, Kratz. Ja, diese Doppelbelastung. Der Haushalt und die Post und die. Von den Kräutern will ich gar nicht reden. Du hast ja nicht einmal Zeit für dich. Du machst dich fertig. Du musst doch mal schauen, dass du selber zur Ruhe kommst. Bitte. Au. Unverbesserlich bist. Ah, das ist gut. Grüß dich, Zimmer, Herr Pfarrer, grüß Gott. Zwei Expressbriefe hätte ich zum Aufgeben. Da ist das Geld. Hat man gleich recht gemacht. Geht in Ordnung, Zimmerer. Willst du meine Frau anrufen, dass ich ein bisschen später komme? Mag ich. Ich muss noch den Pfarrer auf den Berg aufführen. Den Pfarrer? Was will denn der dort? Was weiß ich? Vielleicht eine verirrte Seele aufsuchen. Pfiat euch. Das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der nicht. Wo ist denn hin? Ah, ich hab noch was zu tun. Besser, wenn's zu Fuß gehst. Da geht's Gott, Zimmerer. Ah, Gott? Pfarrer? Ludwig? Ich muss mit dir reden. Haben Sie wem was gesagt? Du weißt, dass mir das Beichtgeheimnis heilig ist. Ja. Kommen Sie rein, Herr Pfarrer. Bitte. Dass du dich nicht schämst. Allerweil habe ich dich als Vorbild hingestellt in der Gemeinde. Glaubst du, ich fühle mich wohl in meiner Haut? Wollt ihr einen Schnaps, Herr Pfarrer? Wenn jeder, der glaubt, dass er mit seinem Leben den schwarzen Peter gezogen hat, gleich zu Gewalt und Unrecht greifen wird, da schaut es aber sauber aus auf der Welt. Ich habe oft genug zu unserem Herrgott aufgebet. Aber da ist nie was runtergekommen. Ah ja. Du fühlst dich im Stich gelassen.
und merkst nicht, dass da unser Herrgott da oben das Schönste gegeben hat, was einem Menschen zuteil werden kann. Die Liebe und das Vertrauen zwischen deiner Else und dir. Hä? Da muss ich, alter Mann, da raufschnaufen und dich mit der Nase draufstoßen. Da gib schon her den Schnaps. Ich seh's doch, wie's in dir arbeitet. Ludwig. Jetzt lassen's mich. Du gehst jetzt mit mir runter zum Gendarmen und erzählst ihm alles. Das können wir da nicht machen. Was soll denn machen, wenn die Else krank ist und ich im Gefängnis? Es freut mich schon, dass ich Ihnen die ganze Geschichte erzählt habe. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass du noch ein Gewissen im Leib hast. Diesen kann ich mir nicht leisten. Was ergängen Sie jetzt? Erst wenn du zur Vernunft gekommen bist. Nee, Herr Pfarrer. Ich kann nicht mehr zurück. Pankratz! Grüß dich! Was machst denn du da? Ich wollte die Else sprechen. Die Else? Der hat gestern den Doktor in die Klinik gebracht. Ach so, ja, dann lass ihn nicht weiter stören. Bitte. Was ist denn los? Deswegen haben sie sich darauf bemüht, Herr Pfarrer, ne? Das Slopvogel! Haben sie dem Pankratz alles erzählt? Ludwig, was unterstellst du? Das ist ein ganz mieser Trick! Verdient hättest du es. Für all die Gewissensnöte, in die du mich gebracht hast. Ludwig, leg endlich ein Geständnis ab. Ich kann nicht! Ludwig! Ich kann nicht! I cannot! Ich muss nicht! I need not! Ach, wartet, das bleibt so. Ich darf nicht! I may not! Ich will nicht. I will not. Falsch. I don't want. Nur gut, dass du keine Englischschularbeiten mehr schreiben musst, Opa. Ja, hast recht. Grüß euch. Grüß dich. Ist nett, dass du vorbeischaust. Ja, ich hab einen Breinfall geschoben. Die Else ist im Krankenhaus. Was hat sie denn? Die Krankengeschichten von meinen Patienten fallen eigentlich unter ärztliche Schweigepflicht. Hör auf. Es geht darum, einen Raub aufzuklären. Sag bloß, du bist jetzt unter die Privatdetektive gegangen. Einer muss doch versuchen herauszufinden, wer die Franz überfallen hat. Ja, super, Opa, da hilf ich dir. Du kümmer dich um deine Vokabeln. Was haben denn die Breinfalks damit zu tun? Wenn der Pfarrer mit seinem schwachen Herzen zu den Breinfalks hinaufsteigt, dann handelt es sich entweder um eine letzte Ölung oder um eine besondere seelische Angelegenheit. Ach, du meinst, der Pfarrer weiß, wer die Franz überfallen hat? Er weiß es. Er hat es mir selber erzählt. Aber rück's nicht heraus mit der Wahrheit. Beichtgeheimnis. Und jetzt spionierst du ihm nach. Wir haben nur ein bisschen unauffällig begleitet. Aber ich bin sicher, dass er den Täter sprechen wird und ihm ins Gewissen reden wird. Ja, du glaubst, dass der Ludwig? Ja, weißt du, je mehr ich drüber nachdenke, desto unwahrscheinlicher kommt mir das vor. Was soll der Ludwig für einen Grund haben, die Franzi zu überfallen? Gott, jetzt, wo seine Frau im Krankenhaus ist. Also, ich weiß nicht. Was denkst du denn? Ach, nix. Ich mach mir heute auch meine Gedanken. Schauen Sie nur. Die hat mir der Ludwig gestern noch vorbeigebracht. Frische Feigen. Nehmen Sie doch eine. Nein, danke sehr. Sie werden richtig verwöhnt. Ist mir gar nicht recht, dass es so viel Geld gibt. Ludwig, ich hab schon gewartet auf dich. Die Frau Doktor leistet mir ein bisschen Gesellschaft. Grüß Gott, Frau Doktor. Guten Tag, Herr Breinfalk. Wie geht's dir denn? Du, die haben mich durch einen Riesenapparat geschoben und mein Untergestell schichtweise zum Durchröntgen. Das war richtig unheimlich. Na und? Der Doktor Renner meint, die Operation wäre gar nicht so aufwendig. Irgendwas muss nachgestellt werden. Was anderes weggenommen. Du, ich hab nicht so genau zugehört, sonst wird mir nur schlecht. Ja, du, ich hab mir auch überlegt, es ist vielleicht besser, wir fahren jetzt gleich in die Schweiz, gell? Aber warum denn? Ist das mit Herrn Dr. Burgner abgesprochen?
Na, das ist nicht notwendig, wissen Sie. Ich erkläre das alles später. Aber so schlecht geht's Ihrer Frau wirklich nicht, dass Sie sie geradewegs aus dem Bett heraus in die Schweiz entführen. Bitte, wollen Sie uns jetzt allein lassen? Natürlich, ganz wie Sie wünschen. Was? Ich hab die unten schon angemeldet. Warum hast du es denn auf einmal so eilig? Ja. Ach, jetzt haben wir es geschafft. Papa, Telefon. Ja, Bruckner? Ich bin's. Ach, Sabina. Ist irgendwas mit Herrn Breinfalk? Was mit dem Ludwig ist? Er hat sich eben so merkwürdig benommen. Ja, ich kann mir schon denken. Er hat darauf bestanden, seine Frau mitzunehmen. Wieso? Er will mit ihr in die Schweiz fahren. Ja gut, ich bin gleich da. Beeil dich. Was Dringendes? Ich muss schnell weg. Kümmerst du dich um die Englischvokabeln von Maxl? Ja, ja, natürlich. Aus jetzt. Komm her, Maximilian. Du, ich glaube, wir machen jetzt einmal eine Pause. Ja, genau. Das ist gescheiter. Komm, steig schnell. Was ist denn das für ein Wagen? Den haben wir ausgeborgt. Ist bequemer als mit der Bank. Komm, steig schon her. Ich will aber nicht, was soll denn der ganze Zirkus? Komm, steig schon her, geh hin. Ah, pass doch auf. Ludwig, machen Sie kein Blödsinn. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich kann mir einen Arzt für meine Frau aussuchen, wie er will. Ich würde gern mit Ihnen reden. Anders mal. Ludwig, das ist doch nicht so ein Sturschädel. Ich will Ihnen doch helfen. Hey, jetzt bleibst doch da. Jetzt doch weg, Ludwig. Ganz durch. Was ist denn in die gefahren? Weiß auch nicht. Hinterher komm. Nicht einmal in Ruhe kannst du eine Pause machen. Nix. Sag einmal, Thomas, fällt dir nichts Dümmeres her, auf so eine schöne Landstraße Autorennen zu fahren, was? Nein, ich bin doch nicht. Was? Ludwig, was hast du denn? Ludwig, was ist denn in euch gefahren? Elsie, was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht. Ja. Ist alles in Ordnung? Komm ins Haus. Doktor! Du, Toni, ich hab einen riesen Blödsinn gemacht. Der wird dir ein Geständnis ablegen. Ein Geständnis? Das ist das Gescheiteste, was der Ludwig jetzt machen kann. Ja, der Raserei brauchst kein Geständnis machen, das habe ich doch selber gesehen. Ich meine aber ein richtiges Geständnis. Wegen dem Postraub. Ich hab's ja nur deinetwegen gemacht, Else.
Moment, Pankratz, jetzt geh halt einmal weg, der Herrschaft. Gut, das mache ich ja für dich. Ja, aber muss das ausgerechnet, jetzt wird der Schalter. Das muss jetzt sein, Sicherheit geht vor. Wenn der nächste Busträuber kommt, duckst du ihr auf die Klingel, dann läutet es bei mir in der Praxis. Bei dir in der Praxis? Ja, einen besseren Bodyguard kannst du dir gar nicht wünschen. Bei aller Bescheidenheit, wenn ich nicht mit meinem sechsten Sinn die Spur des Täters ausfindig gemacht hätte, dann müsstest du noch heute in Angst und Schrecken leben. Grüß Gott, irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Der Herr Polizeipräsident war sehr stolz auf mich. Ab nächsten Monat kriege ich sogar Gehaltsaufbesserung. So. Ja, das hast du dir auch wirklich verdient, ja. Am meisten freut mich, dass ich den wichtig tourischen Kollegen von Innsbruck bewiesen habe, dass ein einfacher Dorfpolizist mit Riecher, messerscharfer Kombinationsgabe und unerschrockenem Einsatz den dreistesten Postraub in der Geschichte von Sonnenstein lösen konnte. Der arme Teufel, der arme. Ach, so wie es ausschaut, kommt er relativ glimpflich davon. Für sein Geständnis und für seine Verzweiflungslage, in der er sich befunden hat, da kriegt er mildernde Umstände und den Fluchtversuch, den lassen wir unter den Tisch fallen. Tut mir richtig leid, der Ludwig, ehrlich. Ich hab ihn und seine Else immer gern mit. Ein so ein feiner Kerl. Das Essen ist gleich fertig. Hunger habe ich keinen. Aber sicher ist vernünftiger. Ich glaube auch. Es wird Ihnen schon schmecken, da bin ich ganz sicher. Sabina, ihr war sehr gut auf die Englischschülerball. Ach, toll, ich gratuliere. Dann hat am Ende das Lernen mit dem Pankratz doch was genützt. Bis der Opa das kapiert hat, habe ich selber Köln wie aus dem FF. Hallo, mein Schatz. Hallo. Wo sind die Else? Da. Du kannst mir gleich helfen, Maxi. Hast du das denn gerade schon erzählt? Hallo, Else. Grüß Gott, Doktor. Ich habe einen Operationstermin für Sie ausgemacht, wenn es Ihnen recht ist. Lass uns den Kopf nicht hängen. Sie müssen jetzt schauen, dass Sie so schnell wie möglich wieder gesund werden. Für Ihren Ludwig. Er sitzt im Gefängnis. Ich fahr Ihnen da zur Last. Und die Viecher muss der Zimmer annehmen. Aber das ist doch nur für eine begrenzte Zeit. Dadurch, dass er ein Geständnis abgelegt und das Geld wieder zurückgegeben hat, kommt er glimpflich davon. Hoffentlich. Ganz bestimmt. Tja, und wegen Ihrer Operation, da habe ich nochmal mit dem Dr. Renner gesprochen. Die Geschichte ist halb so wild, wie Sie glauben. Sie müssen nur ein bisschen Vertrauen haben zu uns. Tja, wir sind zwar keine Schweizer Privatklinik, aber dafür haben wir eine italienische Dottoressa. Danke, Herr Doktor. Es wird keine leichte Zeit. Sie werden es schon schaffen. Und wenn alles gut geht, können schon sehr bald wieder die ersten Schritte machen. Was meinen Sie, wie da Ihr Ludwig schauen wird?